Hallo Leute und willkommen zurück zu Angelas Fashion Fever. Wir starten jetzt mit Kapitel 3 und sind in Rio de Janeiro. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Willkommen in Rio. Angela, warte! Bist du wirklich mit Eric zusammen? Nein, nein! Mach dir keine Sorgen, wir haben nur etwas Spaß. Nun, das hoffe ich doch sehr, um deiner selbst willen. Hey, nicht so pessimistisch sein. Okay. Ihr Lieben, willkommen in Rio de Janeiro. Der perfekte Ort, um die Sache etwas einzuheizen. Du und dein Traummann flirten schon seit einiger Zeit heftig miteinander. Und heute Abend habt ihr euer erstes großes Date. Entwerfe ein Outfit, damit er nur dich anschaut. Nur dich. Spricht sie über mich? Noch eine Sache. Für diese Aufgabe gibt es einen Neuzugang in der Jury. Oh je. Begrüßt Eric. Oh nein. Eric, wir müssen damit aufhören. Ich fliege sonst aus der Show. Nur wenn wir erwischt werden. Was? Also hat sie jetzt schon so richtig was mit dem? Oder haben die sich nur mal getroffen? Ich weiß ja nicht. 400 dafür, 600 dafür. Ich würde sagen, wir sparen erstmal auf die Nähmaschine, oder? Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Oh, wie schön das hier ist. Schaut euch mal das coole Kleid an. Oh, ist das toll. Das sieht ja mal voll gut aus. Wo ist denn die Handtasche? Ach da. Das sieht ja mal voll gut aus hier. Boah, das finde ich richtig schön. Ach so, hier kassiere ich. Okay. So, und hier? Ach, hier mache ich das Kleid. Ach so. Oh, cool. Das gefällt mir. So, sie möchte direkt das Kleid und den Ohrring. Muss ich erst das nehmen oder erst das? Ach so, okay. Okay, okay. Erst den Haken. Ich weiß ja nicht, sagt man dann Haken? Kann man dann Haken sagen? Ich habe keine Ahnung. Ohrstecker-Dings. So, wir müssen natürlich auf jeden Fall wieder aufräumen. Hier ist einmal das Kleid und dann ist das für dich. Bitteschön. Oh, das ist echt toll hier. Das gefällt mir voll gut. Aber auch eine coole... Achso, sie muss sich ja erst umziehen. Stimmt. Oh nein, ich wollte sie da nämlich jetzt warten lassen. Eieiei. So, das letzte Kleid für dich und das für dich. Stimmt, die müssen ja die Kleider anziehen. Alter, habe ich jetzt gar nicht bedacht. Krass. Karl, gehört. Ich habe dich gehört, gehört. Das ist für dich, bitteschön. Hektik. So, wir machen mal eben fix zwei Kleider. Da muss die andere warten. Ja, nee, was ich gerade sagen wollte. Also, haben die jetzt so richtig schon was miteinander? Ich dachte echt, die haben sich ein paar Mal getroffen oder so. Sind was trinken gegangen. Aber nicht jetzt irgendwie, dass das schon mehr lief. Aber gut. Wenn sie meint, soll sie machen, ne? So, wollen wir schon? Ja, wir wollen schon kassieren. So, was ist denn das Maximum bei den Kleidern? Wahrscheinlich auf der 3, wie immer, ne? Bei diesem wunderbaren Spiel. So, das ist dann für dich. Und dann mache ich, glaube ich, nochmal eins. Und danach noch eins. So, hier ist die Punktzahl ja noch relativ schnell zu erreichen, wie es gerade aussieht. Ich mache das mal eben so. Geben wir dir das. Räumen hier auf. Dann... Fancy. Bist du gleich dran? Fancy. So, Stern Nummer 1. Das Kleid ist auch echt cool, ne? Das ist auch echt cool. Ich habe aber jetzt gar nicht drauf geachtet, wie das angezogen aussieht, wenn die das gleich kaufen. Müssen wir nochmal schauen. So, Ohrringe für dich. Da kommt ja gar keiner mehr. Ach, sie kommt noch. Hä, ist das nicht das Gleiche? Ach so, das ist einfach das. Ach so. Fancy. Ich habe nicht aufgeräumt. Ich habe nicht aufgeräumt, aber ich habe es geschafft. Hui, Glück gehabt. Atemberaubend. Danke. Ich meine nicht das Kleid. Es wird schwer, die Finger von Eric zu lassen, besonders weil er in der Jury ist. Was soll das heißen? Wenn Tuli davon erfährt, dass du durch eine Beziehung mit Eric gegen die Regeln verstößt, also... Also was? Also, tust du das? Glaub mir, ich weiß nicht, wovon du redest. Wir werden sehen. Boah, die alte Zicke, ne? Echt? Das darf ja wohl nicht wahr sein, die Lori. Da bin ich wirklich gespannt, ob am Ende noch rauskommt, dass das die Yume ist. Yume? Tuli ist da. Ach, endlich ist sie mal da. Interessante Wahl. Kümmere dich um deine eigene Sache.
Okay, viel Glück. Warte, was meinst du mit interessante Wahl? Also, es ist einfach, findest du nicht? Nein, finde ich nicht. Hm, dann willst du sicher auch nicht die Goldaccessoires haben, die ich übrig habe? Goldaccessoires! Würdest du mir sie geben? Ich nutze sie nicht. Außerdem, wir müssen zusammenhalten, wenn wir Angela loswerden wollen. Sie hat schon ein Jury-Mitglied beziert. Wer weiß, was als nächstes kommt. Boah, die ist so übel, ne? Wirklich jetzt, das darf nicht wahr sein. So, Nähmaschine, jo, kaufen wir auf jeden Fall. Als nächstes heißt es sparen für die Umkleidekabine. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen. Oh, Haarklammer und, ja, keine Ahnung. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, direkt am Anfang jetzt zu sparen. Ne? Hätte ich die Nähmaschine mal nicht gekauft. Aber gut. So, wie läuft das hier? Was soll das sein? Haarspangen mit... Ich habe keinen Plan. Vor allem... Ach, die wachsen da? Sind das Blumen? Hätte, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich sollte vielleicht auch hier mal kassieren, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ach, das ist so eine Haarspange. So eine Haarklammer, in der die Blume drin ist. Irgendwie reingearbeitet oder so. Ich habe keine Ahnung. Das Ganze ist dann nochmal für dich. Karl, ich habe dich gehört und gesehen. So, abkassieren. Ja, ja, ich habe ihn doch gefunden. Ist doch gut. So, dann ist das Kleid für dich. Bitteschön. So, dann ist da direkt wieder eine wunderbare Blume nachgewachsen. Davon möchtest du auch direkt eine. Bitteschön. Dann kannst du aber hoffentlich noch warten, genau, bis sie da ist. So, dann räume ich hier oben auf. Dann machen wir noch ein oder zwei Kleider, wenn wir das hinbekommen. Sie möchte jetzt auf jeden Fall eins. Du bekommst die Ohrringe. So, dann ist das für dich, meine Liebe. Dann sollte ich das hier aber mitnehmen und dann kassieren wir schon mal. Und müssen gleich wieder darauf achten, dass wir einen sauberen Laden haben. Das darf ich jetzt nicht mehr vergessen. So, wo möchtest du hin? Ach, du kommst dann hier unten hin, ne? Okay, okay, das bedeutet, du möchtest ja eh das Kleid. Ja, natürlich. Pass auf, dann machen wir das so. Bringen wir erst das Kleid. Dann kommt sie. Sie möchte nämlich den Ohrring haben. Bitte schön. Dann müssen wir aber bestimmt noch zwei Kleider oder so machen. Jetzt, damit wir da wieder gut aufgestellt sind. Genau. So, das ist dann für dich. Bitte schön. So, da oben aufräumen, denn sie möchte da jetzt gleich rein. Dann schnappen wir uns die Blume. Dann möchtest du natürlich das Kleid. Und wir haben schon 1000 Punkte. Ach, super. Das ist ja nicht schlecht. So, direkt noch eins machen. So, Blumen haben wir auch noch. Da können wir nochmal aufräumen. Ich finde es aber witzig, dass die anderen dann zufällig genau das Kleid schon tragen. So, was zur Hölle? Gibt es hier nur ein einziges Kleid, oder was? Haben die das alle an, frage ich mich gerade. Haben wir jetzt schon eine Kundin hier gesehen mit einem anderen Kleid? Ich weiß es nicht. Ach ja, ach, sie mit Bademantel. Die, die keinen Bademantel haben, die haben das Kleid. Und die, die den Bademantel haben, die kaufen dann das Kleid. Was mache ich hier? Ich brauche doch kein Zwiebeln. Nee, ich hab's doch hier. Aber okay, so, jetzt kannst du bitte eins nähen. Ach, es gibt auch einen blauen Rock. Ach so, könnte auch ein Kleid sein, ne? Ist wahrscheinlich doch eher ein Kleid. So, dann ist das für dich, meine Liebe. Bitte schön, viel Spaß damit. Wir räumen hier oben auf. Und haben schon Stern Nummer 1. Ah, super. Die hier können wir nochmal eben abpflücken. Was? Tages... Was? Tagesende? Was? Ernsthaft? Nein! 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 Wir haben es nicht gepackt. Holen wir irgendwann später nach. Willst du später mit mir Sightseeing machen? Ich brauche eine Pause. Schau dir auf jeden Fall den Strand an. So romantisch, falls man Begleitung für die Nacht hat. Achtung, Julie ist da. Oh, das ist interessant. Die Goldaccessoires. Mutig, aber ich liebe das Risiko hier. Was ist deine Inspiration? Die vielen bunten Facetten meines Heimatorts Rio. Von der tollen Straßenkunst bis hin zum schillernden Karneval. Ich... Sie hat sie von Lori. Wo ist sie? Also, interessant, nicht wahr? Auf dem Weg nach oben kann man wirklich Freunde finden. Mhm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, meine liebe Julie. So, die erste Prüfung. Heurika, Zeit, um Angelas Ideen für das Kleid zu skizzieren. Ach so, ja. Mittlerweile ist ja klar, was dann zu tun ist, da es ja auch immer hier das Gleiche ist. Was bringt das denn? Lässt eine weitere lila Blume wachsen. Nee, ich glaube, die Umkleidekabine ist gar nicht so schlecht, wenn wir die dann bekommen. Mache einen neuen Entwurf für den Wettbewerb. Was wollen wir denn mal nehmen? Wow, krass. Krass, also das hier ist sehr bunt, das Papagei, das ist ein bisschen faul und das sieht ein bisschen aus wie ein Phönix. Ich finde das ganz gut. Nehmen wir das hier.
So, fünfmal müssen wir das machen. Okay. So, erstmal aber auf jeden Fall ein Kleid nähen. Wo ist denn... Ach, da ist das Skizzenbuch. Okay. So, die Tasche für dich, Mist. Das hätte ich vorher machen sollen. Aber okay. So, 50 Punkte haben wir schon mal. Wow, großer Erfolg. Dann direkt abkassieren. Du bekommst ein Kleid und die Ohrringe. Bitteschön. Dann können wir aber direkt nochmal eins machen. Nee, doch nicht. Also schon, aber dann müssen wir uns mal wieder um die Skizzen kümmern. So, du bekommst eine Handtasche. Die hier nehme ich mal eben mit. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. So, hier oben ganz fix aufräumen. Das kriegen wir jetzt hoffentlich hin, bevor sich unser Skizzenbuch wieder meldet. Und? Ja, jetzt. Wir haben mal kurz Zeit. Das ist immer ganz gut, wenn es in so Momenten kommt, wo gerade nicht viel los ist, wo man nicht viel machen muss. So, einmal das Kleid für dich und Ohrringe für dich. Dann können wir... Die Blume weiß ich nicht. Maximum 3? Nein. Hier geht endlich mal mehr als 3. Wow, das ist ja großartig. So, hier kannst du direkt noch ein Kleid machen. Wir warten dann nämlich auf sie. Dann bekommst du die Tasche. Dann müssen wir kassieren. Dann müssen wir auf jeden Fall die Umkleidekabine aufräumen. So, dann ist das für dich. Und das für dich, meine Liebe. Dann skizzieren wir noch ein bisschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon 100 Mal geklickt, aber sie ist noch gar nicht so weit. Aber gut. So, ach so, Ereignis schon beendet. Wow, das ging schnell. Das ging jetzt echt schnell. Ich warte aber nicht mehr auf dich, ne? Ja gut, hätte ich machen können, wenn ich das gewusst hätte, dass du nur diese kleine Haarspange möchtest. Aber gut, wir schaffen es natürlich auch so. So, dann können wir noch ein Kleid machen, können davon gleich noch eine abpflücken. Du bekommst jetzt erstmal das Kleid und bestimmt noch die Ohrringe dazu. So schätze ich dich ein, meine Liebe. Nein, du nimmst nur das Kleid. Okay. So. Haben wir die Prüfung auch schon geschafft? Und warum ruft der Jimmy jetzt eigentlich nicht mehr an? Das war doch in der letzten Folge, ne? Da hat er doch einmal angerufen. Und die Virginia auch, die Geburtstag hatte. Was ist mit der? Warum ruft die nicht mehr an? Wir hatten doch noch gar keine Gelegenheit, mit denen zu quatschen. So, 200 Punkte extra. Super. Dann haben wir jetzt 400. Hatten wir von 200? Ich weiß es nicht. Sei clever und gebe jedem Model alle benötigten Artikel auf einmal. Okay. Woher weißt du das? Eric? Boo! Eric! Was tust du hier? Ich bin halt gerne in deiner Nähe. Eric, spiel nicht mit mir. Hier geht es für mich um so viel. Und mein Leben war in letzter Zeit kompliziert genug. Wegen Jimmy, oder? Woher weißt du von Jimmy? Nicht böse sein. Ich habe online ein wenig nachgeforscht. Oh, wirklich? Alter, hat er sie erstmal gestalkt, oder was? Was? Wie, hatten wir nicht 400? Was? Hatten wir nicht? Okay. Ah nee, das war eine Prüfung, ne? Für die haben wir gar nichts bekommen. So, neue Artikel. Wir haben jetzt Bikini und das Röckchen dazu. Okay. Und wir müssen nur komplette Bestellungen liefern. Gut, gut. Weiß ich schon mal Bescheid. Ich hoffe, dass ich mich dran halten kann. Ja, ganz ehrlich, da hat der Eric die gestalkt, oder was? Und gibt das auch noch zu, weißt du, ja, ich habe ein bisschen online nachgeforscht. Ich weiß nicht, sagt man sowas? Wenn ihr jemanden kennenlernt, sagt ihr dann so, ja, ich habe online über dich nachgeforscht. Das würde ich niemals zugeben. Also ich würde es natürlich machen. Ich mache es, sagen wir es so. Aber ich würde es niemals zugeben. Ich würde immer sagen, nee, weiß ich nicht. Kann ich euch übrigens eine lustige Geschichte erzählen, die vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich passiert ist? Ah nee, lieber, das erzähle ich lieber nicht. Obwohl, jetzt habe ich euch ein bisschen heiß drauf gemacht, ne? Moment, ich muss mich aber ein bisschen konzentrieren. Eigentlich ist es auch voll keine interessante Geschichte, eigentlich ist sie voll langweilig. Es war halt nur so, ich wusste, dass eine Person, Karl, Moment, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Also, ich habe natürlich online nachgeforscht, so wie der gute Eric das auch gemacht hat, und wusste bereits, dass die Person, die eine besagte Person, dass die besagte Person Instagram hat. Das wusste ich bereits. Ich bin natürlich nicht gefolgt, weil dann hätte die Person ja gewusst, dass ich weiß, dass sie Instagram hat. Und ja, ich wusste es aber natürlich. Und dann kam irgendwie das Gespräch darauf. Und dann habe ich ganz verwundert gesagt, wie, du hast Instagram? Ach, echt? Dann, ja, habe ich. Und ich so, ach so, wie heißt du denn da? Das ist total dumm eigentlich. Aber da kann ich ja nicht zugeben, dass ich schon online nachgeforscht habe. Also das geht ja nicht. Was brauche ich? Ich brauche die Tasche und die Ohrringe. Ja, war jetzt gar nicht so eine tolle Geschichte, ne? Hat wahrscheinlich jeder von euch auch schon mal erlebt. So, ich muss aufräumen, das darf ich nicht vergessen. Ich muss ein Kleidchen machen, das darf ich nicht vergessen. Und ich muss auf jeden Fall die Blumen abpflücken. Denn das dauert ja manchmal ein bisschen. So, das ist für dich.
Naja, auf jeden Fall, das war die wunderbare Instagram-Geschichte, die gar nicht so interessant war. Und ich habe auch bis heute nicht zugegeben, dass ich schon wusste, dass er Instagram hat. Aber okay. So. Fancy. Fancy. Ja, sehr fancy. So, müssen wir noch ein Kleid machen? Könnten wir, ne? Wir schnappen uns erstmal das hier. Und dann schnappen wir uns das. Und dann pflücken wir erstmal noch das Blümchen da ab. Du bekommst zwei Taschen. Bitteschön. So, dann kannst du hoffentlich noch einen kurzen Moment warten. Genau, dann warten wir noch auf sie. Dann kassieren wir hier. Dann räumen wir auf. Dann fancy. Bekommst du Bikini und Rock. Bitteschön. So, und dann bekommst du die Tasche, bitte sehr. Und dann können wir warten. Ja, wir können noch eben warten. Ist schon Tagesende? Moment. Ist schon Tagesende? Oh nein, wir brauchen einen sauberen Laden. Angela, schwing die Hufe. So, und? Nancy. Und? Und? Ja! Ach, sehr schön. Sauberer Laden. So gefällt mir das. Hat jemand meine Gold-Accessoires gesehen? Hast du sie genommen? Ich habe dich an meinem Platz rumstüffeln gesehen. Ich habe die Nase voll von deinen Anschuldigungen. Ich war es nicht. Okay, okay, Mädels. Wir sind alle gestresst. Also, du wohl nicht. Ehrlich gesagt, bist du ziemlich gut drauf. Deine Accessoires tauchen sicher wieder auf. Wehe, wenn nicht. Hä? Oder jemand wird es zu spüren bekommen. Was zur Hölle? Sie hat die doch der anderen gegeben, der Brasilianerin. Was ist da los mit ihr? Oder hatte sie irgendwie mehrere? Ich habe keine Ahnung. So, was kommt als nächstes? Keine Prüfung. Normales Level schaffen wir aber noch in dieser Folge. Das können wir ruhig nochmal machen. So, Stroh zu Gold spinnen. Psst. Psst, Eric. Hey. Tu das nicht. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich kann mich recht gut verstecken. Das ist ein Reim. Ich hätte nicht gedacht. Du hast vollkommen recht. Lass uns verschwinden. Wohin? Zu einem Karnevalball im Copacabana Palace. Draußen wartet eine Limousine mit Champagner und Austern auf Eis. Die Show ist ein Erfolg. Trulys Geschäft läuft gut. Die Leute lieben dich. Lass uns feiern. Oh, oh. Ey, sie geht schon wieder nicht ran, ne? Eine Sekunde. Okay, fertig. Aber wenigstens hat sie zurückgeschrieben. Zumindest sah es gerade so aus. So, 400. Oh Gott, die Theke haben wir auch noch. Nee, ich brauche aber auf jeden Fall die zweite Umkleidekabine. Also ganz ehrlich. Was haben wir jetzt? Eine Feder. Okay, woher bekommen wir die Federn? Ach, wahrscheinlich von dem Papagei muss ich da... Ach, ich muss draufklicken. Okay. So, heb schnell die Feder auf, bevor sie... Ach so, okay. Dann machen wir das mal eben fix. So, Feder und Steinchen ist aber auch dran. Okay. Dann kassieren wir direkt. Da sind die Blumen. Da warten wir aber nochmal eben kurz. Das ist für dich. Dann heben wir die Blume auf. Oh nein, Leute. Oh nein, ich hätte die zweite Umkleidekabine jetzt schon gebraucht. Oh, krass. So, ganz schnell aufräumen, Angela. Das kriegen wir hoffentlich noch hin. Dann ist für dich das Kleid. Ach so, die Feder. Ah, die fällt auch von alleine runter. Okay, das ist gut zu wissen. So, das ist für dich. Karl. Karl? Stopp. Karl, wo bist du? Ich habe dich irgendwo hier unten gehört. Meine ich zumindest. Karl, ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe keine Ahnung. Dann sehen wir dich hoffentlich gleich nochmal. So, Tasche für dich. Und Ohrring ohne Feder für dich. Und dann muss ich auf jeden Fall hier oben aufräumen. Das darf ich nicht vergessen. Du bekommst das Kleid, dann muss ich eins nähen. Achso, ich muss keins nähen, denn sie möchte den Bikini mit Rock. So, bitteschön, dann nehmen wir aber direkt noch eins. Oh nein, jetzt muss sie warten. Oh Leute, Mann, warum? Warum habe ich das Geld ausgegeben für die Nähmaschine? Ich hätte das direkt sparen sollen. Aber es wurde ja auch noch nicht die zweite Umkleide angezeigt, ne? Deshalb kam ich auch nicht auf die Idee, dass da eventuell später noch eine kommen könnte. Aber hätte man sich eigentlich denken können, ne? Naja, egal. So, das hier schnappen wir uns. Dann könnten wir noch ein Kleid machen. Wenn noch so viel Zeit ist, dann bekommst du das hier und den kompletten Ohrring. Karl, ich habe dich schon wieder gehört. Da! Da unten, boah, wie gemein versteckt. So, was möchtest du? Du möchtest die Haarspange, bitteschön. Dann kommst du noch dazu, aber wir kassieren schon mal. Fancy. Fancy. Ja, natürlich. Alles immer super fancy hier. So, direkt mal abkassieren. Dann brauchen wir noch eine Feder gleich, genau. So, das ist für dich. Lass doch mal eine fallen, mein Lieber. Sehr schön.
schnappen wir uns hier. Dann ist das für dich, bitteschön. Und dann kriegen wir hoffentlich zwei Kleider hin. Das wäre schön. Ach nein, ich muss ja... Stimmt, ich muss ja aufräumen. So, hat sie denn noch so viel Zeit? Ich will es hoffen, ne? Das will ich doch hoffen. Was möchte sie jetzt? Sie möchte den Ohrring, okay. Da ist schon die nächste. So, es ist aber noch nicht Tagesende. Das ist gut. Stylisch. So, ich brauche noch eine Feder, bitte. Dankeschön. Dann heb die mal bitte auf. Dann ist das hier für dich. So, eine Blume. Ach nee, brauchen wir gar nicht unbedingt, ne? Dann ist der Ohrring für dich. Dann noch ein Kleid und den Ohrring für dich. Bitteschön, dann müssen wir aufräumen. Oh Leute, ich brauche 600 Punkte. Also 600 Geld. Tagesende. Schaffen wir das noch? Hoffentlich, ne? Sie bestellt jetzt noch was. Da kommt noch eine Feder. Da müssen wir aufräumen. Kriegen wir das noch hin? Ich hoffe es. Und? Ach klar, das passt doch. Das passt doch. Juhu. Sehr schön. Yay. Diese Show ist erfolgreicher, als ich es je erwartet hätte. Mein kleines Discounter-Sternchen ist der Publikumsliebling. Ich muss ihr näher kommen, um das auszunutzen. Du hast jetzt Pause. Weißt du, Julie, es macht mir nichts aus, Zeit mit Angela zu verbringen. Ich meine, es ist irgendwo erfrischend, lustig. Eric, entwickelst du Gefühle für unseren kleinen Ramschladenschatz? Oh Gott, die ist ja voll mies. Ich natürlich nicht. Denn ich kann deinen Vertrag einfach auflösen, dann könnt ihr zusammen sein. Wenn ich sie zurück in ihren überbewerteten Billigladen schicke. Bitte nicht, Julie, ich bin dir echt dankbar. Siehst du, ich verwandle hier Stroh in Gold, mein kleiner Loverboy. Das gelang mir mit meinen Entwürfen, mit dir und mit der talentlosen Angela. Ich kann dieses Gold auch ganz einfach wieder in Stroh verwandeln. Ich toleriere hier kein Ungehorsam, Eric. 0,0. Alter, wie mies die ist. Die ist ja mal richtig mies. Ich dachte, die mag die Angela. Ach, krass. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.